Zahlreiche Wissenschaftler und Unternehmer warnen vor künstlicher Intelligenz, kurz KI. Allen voran Elon Musk und Stephen Hawking. Elon Musk warnt sogar vor dem Schreckensszenario marodierender und menschenmordender Roboter. Die Hacker-Community steht jetzt in den Startlöchern, um sich im Notfall gegen einen solchen Angriff zu wehren. Welche Risiken uns demnächst drohen, ob diese Befürchtungen den Anfang vom Ende der Menschheit bedeuten könnten und wie die Hacker-Gemeinschaft gegen KI kämpfen will, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Künstliche Intelligenz, KI, die uns schon bald haushoch überlegen ist, die uns eventuell kontrolliert, manipuliert und sogar regiert. Das war wohl mit das Top-Thema auf dem 34. Chaos Communication Kongress Ende Dezember in Leipzig. Hacker aus aller Welt und Wissenschaftler und Journalisten und Interessierte haben sich hier getroffen, um über selbstlernende Maschinen zu beraten. Und bei einem Punkt sind sich wohl alle einig, KI und deren Unterbereiche wie das Deep Learning oder Machine Learning durchziehen schon jetzt fast alle Bereiche unseres Lebens. Wir haben ja hier schon öfter mal das Stichwort Deep Learning gehabt. Mithilfe einer riesigen Menge an Daten und Beispielen bringen sich Maschinen selbst bei, was zu tun ist. Eine künstliche Intelligenz also, die allmächtig ist. In der Medizintechnik, dem Militär und auch der Automobilentwicklung ist genau das gerade der heiße Shit. Und nicht nur auf dem Hacker-Kongress in Leipzig ist die zunehmende Skepsis und in gewisser Weise auch Furcht vor einer übermächtigen KI ein zentrales Thema, sondern auch in anderen Bereichen wie der Wirtschaft, der Politik und der Forschung. Die große Frage, die über allem steht, wird die KI uns irgendwann mehr schaden als nutzen? Wird sie uns Menschen bald haushoch überlegen sein? Wird sie vielleicht sogar zur größten Gefahr der Menschheit? Tatsächlich vorstellbar, sagt beispielsweise der britische Science-Fiction-Autor Charles Stross anlässlich des Hacker-Treffens in Leipzig. Er warnt vor Systemen, die darauf trainiert werden, Propaganda im Netz zu verbreiten, beispielsweise von staatlicher Seite aus. Machine Learning-basierte Systeme könnten zudem Video- oder Audiomaterial fälschen oder aber auch darauf abzielen, Internet-User durch gezielte Reize so zu manipulieren, dass sie psychisch kaum mehr in der Lage sind, von der virtuellen Welt in die reale Welt zu wechseln. Seine Worte: Bevor eine KI zu solchen Dingen in der Lage ist, müssen wir dringend Strategien entwickeln, damit sie uns damit nicht über den Kopf wächst. Eine eindringliche Warnung, doch angenommen, dies gelingt uns nicht, wäre das dann der Anfang vom Ende der Menschheit? So jedenfalls definiert es Marc-Uwe Kling, der Autor der Känguru-Chroniken, in seiner Zukunftssatire auf dem Leipziger Hacker-Kongress. In seiner Vision sind alle, wirklich alle Bereiche des Lebens von Algorithmen optimiert, Beziehungen, Arbeit und die Freizeit. Doch das Problem, die Menschen gleichen sich immer mehr den Maschinen an und die Maschinen werden tatsächlich menschlicher. Drohnen, die Flugangst haben oder Kampfroboter, die psychisch vom Krieg mitgenommen sind. Das ist natürlich in erster Linie satirisch gemeint, allerdings durchaus auch als Warnung zu verstehen. Nicht wenige ExpertInnen weltweit weisen immer wieder auf die Gefahren und Nachteile der KI hin. Und auch deutsche ForscherInnen sind darunter, zum Beispiel der KI-Forscher Hendrik Heuer und seine Kollegin Karen Ulrich. Auf dem Leipziger Hacker-Kongress erinnerten sie noch einmal an katastrophale Fails von Machine-Learning-Systemen, die bereits in der Vergangenheit gezeigt hätten, dass sie, Zitat, eine Art Geldwäsche für Vorurteile sein können. In den USA gibt es beispielsweise Software, die einschätzt, wie hoch das Risiko ist, dass Strafgefangene rückfällig werden. Und jetzt haltet euch fest, also wir hatten ja schon darüber berichtet, wer es damals nicht gesehen hat, die KI hatte ausgehend von den Trainingsdaten die Hautfarbe eines Menschen als entscheidendes Merkmal dafür identifiziert. Was die KI dabei nicht wissen konnte, der Grund dafür ist die Voreingenommenheit der Polizei und die sozialen Bedingungen. Ein unfassbares Beispiel für schlimme Diskriminierung, die natürlich folgenschwere Konsequenzen mit sich bringen kann. Als ein weiteres Beispiel nennt das deutsche Forschungsteam den Algorithmus von Facebook, der in der letzten Konsequenz Auswirkungen darauf haben kann, wie die User die Welt sehen. Denn der Newsfeed werde zwar individuell, jedoch nicht nach nachvollziehbaren Maßgaben sortiert. Und so lautet die große, über alles stehende Frage, wie kann so etwas kontrolliert und verhindert werden? Markus Beckedahl, der den Blog netzpolitik.org gegründet hat, Zitat, wir brauchen Regularien, um zu schauen, wie kriegen wir eine Nachvollziehbarkeit und eine demokratische Kontrolle von dem hin, wie Algorithmen eingesetzt werden.
Ja, konkret nennt er Kartellämter und Datenschutzbehörden, die den Umgang mit den Algorithmen nicht nur bei Facebook, sondern auch in anderen Bereichen der Gesellschaft kontrollieren könnten. Diese Kontrollinstitutionen sollten dann notfalls auch Geschäftsgeheimnisse einsehen dürfen. Eine andere Forderung, um gegen eine allmähliche KI zu kämpfen, kommt von der Amerikanerin Catherine Jamal. Sie ruft zur praktischen Gegenwehr auf. Das Stichwort lautet Adversarial Machine Learning, eine Kategorie der Computersicherheit, die man böse auch als Spielverderber bezeichnen könnte. Denn hierbei geht es darum, künstliche neuronale Netze zu verwirren, zu täuschen und auszutricksen. Auch ForscherInnen, die in ihrem Unternehmen eigentlich daran arbeiten, KI weiterzuentwickeln, probieren sich daran aus, einfach um zu sehen, was möglich ist. Und die Erfolge, künstliche Intelligenzen auszutricksen, ja, waren in der Vergangenheit überraschend erfolgreich. Konkret funktioniert das mit speziell manipulierten Trainingsdaten oder Inputs, die die KI dann dazu bringt, falsche Ergebnisse zu liefern. Ein Beispiel hierzu wäre ein selbstfahrendes Auto, das tatsächlich von manipulierten Straßenschildern fehlgeleitet wird. Die Forscherin Catherine Jamal hat selbst solch ein Experiment gestartet und ein Foto von ihrer Person so verändert. Ihr Ziel, die Gesichtserkennung von Facebook, sollte annehmen, sie sei eine Katze. Hundertprozentig geklappt hat das nicht. Allerdings wurde Jamal nicht mehr vorgeschlagen, sich selbst auf dem Bild mit ihrem Namen zu markieren. Das bedeutet also, dass sich das Programm selbst nicht mehr sicher war, ob es sich um Jamal oder überhaupt um das einer menschlichen Person handelt. Möglich gemacht wird das tatsächlich von einer Menge an Open-Source-Werkzeugen. Und genau die soll die Hacker-Community Jamals Aufruf zufolge nutzen, und zwar für gute Zwecke. Auch der Chaos Computer Club CCC ist in die Debatte um dieses Problemfeld sensibilisiert. Linus Neumann, einer der Sprecher, warnt davor, dass die Ungleichheiten unserer Gesellschaft weiter vertieft werden. Er bezieht sich damit auf den Fakt, dass KI hauptsächlich von gewinnorientierten Unternehmen entwickelt und angewendet wird. Wo bleiben dabei die Interessen der Gesellschaft hinsichtlich Freiheit und Gleichheit? Man wolle als CCC die KI und ihre Bereiche keineswegs verteufeln, dennoch fordert auch er Kontrollkriterien. Denn nur so könnten die negativen Konsequenzen der KI zu verhindern sein. Und auch der CCC wird hier handeln, notfalls auch in Notwehr. Upsi. Was damit gemeint ist, der CCC als Untergrund-Army gegen KI. Auf jeden Fall können sich die Widerstandskämpfer in so einem Fall auf Artikel 20 Absatz 4 im Grundgesetz stützen. Zitat: Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, also unsere Grundordnung, zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Hoffen wir, dass es nie so weit kommt. Wie groß die Gefahr ist, das erfahrt ihr immer wieder in Videos hier zum Thema KI. Wenn ihr keins davon verpassen wollt und auch zu allen anderen Themen, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Wirklich nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Ansonsten greift nämlich der Algorithmus ein. Ja, und hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, bedroht künstliche Intelligenz die Menschheit. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.